Der Dealer heißt der neue Hoffnungsträger der ägyptischen Filmindustrie. Ein Thriller mit allen Zutaten, die ein Kassenschlager braucht. Action, schöne Menschen, traumhafte Umgebungen. Normalerweise ist der Plot ein Selbstläufer im Sommer, wenn Millionen junger Leute Ferien haben und Touristen vom Persischen Golf in die Kinosäle strömen. Doch in diesem Jahr könnte das Konzept floppen, denn der Fastenmonat Ramadan beginnt im August. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Ramadan die schlechteste Zeit für die Filmwirtschaft, denn seit geraumer Zeit schauen die Moslems und auch die Christen in diesem Monat nur Fernsehen. Das hat dann Hochsaison. In den Kinos ist zum Ramadan nicht viel los. Die meisten Ägypter bleiben zu Hause, um zu beten oder um sich durch das Fernsehprogramm zu zappen. Kinos wie dieses bleiben leer. Die Betreiber haben deshalb beschlossen, ihr Angebot herunterzufahren und nur wenig Neuigkeiten in diesem Sommer zu zeigen. Einige Fachleute halten das für einen Fehler und meinen sogar, dass gerade jetzt die Zeit wäre, dem Publikum etwas zu bieten. Wenn man jetzt gute Filme zeigt, werden die jungen Leute kommen. Ich glaube nicht, dass es ein Hindernis ist, dass die Leute im Ramadan fasten. Im Gegenteil, die Menschen haben dann Zeit und die jungen Leute wollen sich doch amüsieren. Viele Leute finden aber, dass Kino und der eigentlich dem Gebet gewidmete Ramadan nur schlecht zusammenpassen. Ich finde es gut, im Ramadan meinen Filmkonsum zu reduzieren. Wir werden ja schon von den vielen Serien im Fernsehen fast erschlagen. Ramadan ist nur einmal im Jahr und da sollte man sich Gott nähern. Sonst gehe ich ein-, zweimal im Monat ins Kino, also kann ich im Ramadan auch darauf verzichten. Die Zeichen stehen nicht gut für die ägyptischen Kinobetreiber. Der Ramadan wird auch in den kommenden 3 Jahren in den Sommer fallen. Das bedeutet wohl, dass auch sie den Gürtel enger schnallen müssen.